Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves mit dem lieben Twan. Hallo, wir sind wieder auf Tour bzw. auf Fahrt, muss man eher so sagen. Ja, diesmal von Unterwasser aufs Wasser. Stimmt, und ja, ihr müsst wissen, wir haben davor vier Folgen, glaube ich, ne? Ja. Subnautica aufgenommen und jetzt sind wir quasi über Wasser unterwegs. Genau. Und ja. Falls ihr alle Let's Plays guckt, nicht wundern, ich habe jetzt erstmal das NT1A wieder angeschlossen, weil bei dem Procaster muss ich noch so ein bisschen einstellen, das hat man ja dann gehört und ja, hier hört man es nicht. Genau, hier hört man es nicht, weil sonst würde ich das auch so schon ein bisschen hören. Und da steht unser Schiff und hoffen wir mal, dass wir dieses Mal nicht ausgeraubt werden. Ja, das war letztes Mal echt fies, ey. Das war mies. Das war fies und mies, ja. Oh, geil, das sieht voll geil aus. Das können wir da machen. Wir wollten weitermachen mit den, Ja, Quests. Mit der Blacklist, ne? Von den Skulls. Ja, ich glaube, da hatten wir noch was. Hatten wir noch was? Hast du noch was? Krass, hier regnet's rein. Hier ist Wasser drin. Ach komm, scheiß drauf. Ja, wir haben hier noch zwei Sachen, die wir noch unerledigt haben. Ich hab hier sogar noch drei Sachen. Hä, wo guckst du denn? Ich habe hier im Schiff geguckt. Ich habe auch noch einen. Wo das denn? Bei Seefahrt. Ach so, ja, genau. Das sind dann die Aufträge, die jeder angenommen hat. Genau. Hier regnet's rein, was soll der Mist? Es regnet unten rein. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Auftrag hier. Warte, ich schlage einfach mal einen vor. Dann gehen wir hier direkt los. Und ja, ist auch der perfekte Tag für eine neue Aufnahmesession hier im Gewitter. Und dann gucken wir doch mal, wie wir uns hier anstellen in dem Sturm. Ich finde es auf jeden Fall sehr atmosphärisch, muss ich ehrlich sagen. Ich mag dieses Spiel einfach, also... Ich auch, ja. Wollen wir loslegen? Wir legen los. Boah, was ist das da am Horizont? Warte mal, ich hab doch, ja. Es hindert uns eigentlich nichts mehr. Ist das... Scheiße, warte mal. Das sieht nicht gut aus, was da am Horizont ist. Ich glaube, da kommt ein Gegnerschiff. Ich glaube, ich habe dir aber noch ein Video zu einem Update geschickt, ne? Ich glaube, da kam doch noch was raus jetzt, oder nicht? Ja. Oh Gott. Oh Gott, mach hin. Kannst du das Segel setzen? Das Schiff kommt auf uns zu. Ich hab Angst. Da drüben, ne? Ja. Oh, ja, shit. Mach das Ding runter. Oh Gott. Das sieht mir aber verdächtig anders aus. Das sieht nicht aus wie ein normales Schiff. Sind wir auf Tour? Das leuchtet doch zu krass, oder? Sollen wir mal vorbeifahren? Ist das ein Geisterschiff oder so? Also ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob es das hier war, dass es Geisterschiffe gab. Geh mal da hin, komm. Wir gehen jetzt da hin, komm. Lenk da mal hin. Ich lenk du, ich mach grad die Kanonen. Achso, du machst. Ja, ich mach die Kanonen schon. Das war das erste, was ich gemacht. Aber voll geil, ey, hier im Gewitter, in der Nacht, dieses Leuchten. Ach, ich liebe es. Vor allen Dingen die Rare-Spiele und oh Gott, guck mal rechts. Alter, da ist der Totenschädel wieder. Irgendwer hat mir auch geschrieben, dass es da wohl ganz viel Loot gibt. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Und wir hatten letztes Mal... Doch, letztes Mal hatten wir das Schiff. Siehst du das noch? Mhm. Okay, ich gehe mal schnell hoch und mach mal hier den Typen, der hier Sachen macht. Ne? Ach, schön. Ich weiß nicht, man kriegt hier... Wenn man das Spiel startet, kriegt man schon wieder von dem Spiel einen Hype. Das ist echt so. Okay, das Schiff lenkt ab. Aber es leuchtet einfach zu hart. Boah, lass uns hoffen, dass es ein Geisterschiff ist. Warte, ich mach mal die Lappen vorne aus, dass es wenigstens uns nicht sieht. Ja. Ist das da hinten die Insel der... Nee. Ach Mann, ich liebe diese Mystik auch an diesem Spiel. Hä? Ich mag vor allem die Grafik. Ja, vor allen Dingen das. Die Atmosphäre. Vor allen Dingen die von Rare, die machen immer so richtig geile Atmosphären. Das ist doch... Das, oh Gott, die ganzen Schiff... Segel, die sehen kaputt aus. Das Licht leuchtet blau, nicht gelb. Vor allen Dingen die Farbeffekte sind noch voll schön. Ach, das ist einfach ein schönes Spiel. Rechts haben wir, okay. Äh,
Du fährst dran vorbei? Nee. Doch, du fährst dran vorbei, glaube ich, oder? Ich fahre ein bisschen zu weit links, ja. Ja. Fahren wir mal direkt ran, das Schiff steht nämlich. Scheiße. Das ist ja schon echt geil müßig hier in der ersten Folge, Mann. Das ist ja eigentlich gerade wie in so einem richtigen Piratenfilm, ne? Wir wissen nicht, was auf uns zukommt und am Ende kommen da Skelettgegner und töten uns oder so. Bist du ja leise. Das ist... Ah, okay. Ich dachte schon, das wäre gerade was. Ich sehe keinen Gegner drauf. Nein, ist es nicht. Guck mal, die Fackeln, die leuchten grün. Ich glaube nicht, dass das ein Gegnerschiff ist. Ein ganz normales. Ich komme runter. Fahren wir rechts ran. Wir entern. Yeah. Oh, scheiße. Halt mal an, ich spring rein. Halt mal an, ich spring rein. Alter, ich spring rein. A Lonely Isle. Ich bin auf dem Weg, ne? Alter, ist das geil. Warte, lass das nicht. Ich versuch's zu kapern. Nein, das haut ab. Es haut ab. Nein. Nein, kannst du das aufhalten? Alter, das sind... Alter, so ein Schiff will ich auch haben. Das ist ein Geisterschiff, das sind diese neuen. Ja, ich fahre in den Weg rein, dass es in uns reinfährt quasi. Ja, mach das. Versuch's aufzuhalten, ich bin knapp vorbei. Ich bin immer noch im Wasser. Es Alter, ist tatsächlich ist ein Geisterschiff, wie geil ist das geil? Denn? Scheiße. Gib mir doch bitte eine Meerjungfrau oder Meerjungtypen. Mir egal, Hauptsache etwas. Alter, die Sonne geht auf, ist das schön. Scheiße. Okay, ich bin gleich wieder an Bord. Konzentriere dich auf das Schiff. Wir übernehmen das Schiff. Ich will das Ding mal fahren. Komm, 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 komm. Hallo. Meerjungtyp. Okay, wir sind hier. Es fährt direkt in uns rein. Nach meiner Warte, warte. Und Feuer. Ich bin oben. Ich bin am Schiff. Piraten hier drauf. Scheiße, die schießen mich ab. Oh Gott, ich werde abgeschossen. Kaum noch Leben. Scheiße, ich habe keine Bananen mit. Gott, bleib dran. Alter, ist das geil. Nein. Okay, ich glaube, ich habe den Captain oder so. Ich werde hier aber nochmal drauf müssen, ganz sicher. Okay. Scheiße, das Ding geht unter. Nein, wir sinken. Scheiße. Wir sinken. Nein, nein. Oh Gott. Gott, ich werde unter Wasser gerissen. Oh Gott, nein. Ich glaube, ich gehe drauf. Ach so, ja, ich glaube, das ist ein Spielfehler. Weil ich nicht die Schwimmanimation... Oh Gott, schwierig. Oh nein. Ah, schwierig. Ich laufe halt gerade noch auf dem Schiff, ne? Als, wäre es nichts weiter. Jetzt ist das Schiff. Okay, jetzt kann ich. Warte, da ist. Komm mal runter hier. Hier sind zwei Schatztruhen. Ich komme zu dir. Oh oh. Ich. Schwierig. Schwierig. Boah, so ein Schiff will ich unbedingt fahren, ne? Ah, ich bin gerade verreckt. Aber die Schatztruhe, die ist immer noch da. Die können wir holen. Krass, ey. Das ist geil. Das also. Schiff ist nochmal. Sowas finde ich geil, ne? Solche mystischen Sachen einfach. Wo ist das? Ich weiß nicht, ich bin tot. Kannst du nicht sagen, da wo ich eben drauf geschossen habe. Und ich weiß nicht, wie weit wir noch gefahren sind. Hast du das Schiff, du hast das Schiff abgeschossen gehabt, ne? Ja. Okay, nächstes Mal versuchen wir das mal zu entern. Und ja, ich finde es aber cool, also das nimmt schon mal so ein bisschen das PvP raus. Ich finde, ganz ehrlich, ich würde das Spiel auch ohne PvP spielen. Weil ich spiele es eigentlich zum Entspannen so. Ach, hier sind wir. Oh Gott, du brauchst Hilfe. Hast du schon gefixt? Nee. Okay, Wollen wir denn den ganzen Kram hier?
Oh fuck. Wo haben wir die Bretter? Oh. Wo haben wir die Bretter? Ah, hier. Wo? In diesen Holzfässern. Aber es ist alles gut. Ah. Ach Gott, ey. 10 Minuten im Spiel und wieder voll gehypt. Und schon wieder voll im Stress. Das willst du sagen. Warte mal. Ich will mal gerade da hinten rüber. Ich weiß nicht mehr, wo das Schiff ist, ne? Da hinten leuchtet irgendwas im Wasser. Ich glaube, ich muss mal die erweiterte Tauchflasche craften. Ah, komm. Also ich bin jetzt hinter das Schiff, ne? Was ist das? Was leuchtet hier so? Und diese Wellen so schön blau. Was ist das? Hallo? Was seid ihr? Hier sind die Kisten. Geil, die sind hochgetaucht, die Kisten. Geil. Truhe des Skelett-Captains. Was haben wir hier? Kiste mit seltenem Tee. Okay, kommst du hier rüber dann? Bin schon da. Ach, ich dachte, du holst das Schiff. Weil wir haben hier drei Sachen. Oh Gott, was ist das denn? Okay, ist eine einmalige Sache. Ach, ist das schön, ne? Hat sich voll gelohnt, das zu kapern. Zu kapern vor allem. Zu oh Gott, hi. Ich schwimm schneller. Versenken. Ja, auf jeden Fall. Nee, die Kiste mit dem seltenen Tee, die holen wir mit. Scheiß drauf. Dann müssen wir uns beeilen, fahren schnell zum Außenposten und geben das direkt mal ab. Lass uns da nicht hier wieder so ein Malheur passieren wie beim letzten Mal. Ja. Aber ganz ehrlich, jetzt auch mal Bock, so eine richtige. Oh, voll geil. Eine PvP richtige. Und PvE. Ja. Also als Schiff auch. Ich hätte mal Bock, mit dir so eine richtig fette Aufnahmesession zu machen. Oh, ich werde angegriffen. Ja, von dem Hai. Überleben werde. So eine richtig fette Aufnahmesession, weißt du, wo wir mehrere Tage so ein bisschen hier das Spiel suchten einfach. Und anschließend so ein Stream oder zwischendrin. Das wäre geil, ja. Kannst ja mal gucken, wie das mit der Zeit bei dir passt. Wie gesagt, ab Mitte Februar habe ich Zeit, da ist es mir alles egal. Ja. So, ich hol gerade die andere. Ich brauche Bananas. Ja, wobei, ah ne, ich habe wieder Munition. Cool. Ah, komm. Oh Gott, ich bin in den Dingens. Doch, Proviant, was, ne? Oh Gott! Ah, da kann ich dir die Dinger hier rausziehen. Nö, der Hai sieht aber böse aus. Ich fahr mal in die Richtung. Was? Du kommst, kommst du mich abholen? Jo. Okay, wunderbar. Ja, cool. Ich hoffe, wir kriegen auch so ein bisschen Halloween-Loot raus. Also, so Mystic-Loot, meine ich. Sieht man ja ganz gerne mit Halloween in Verbindung. Vor allem diese Lampe hier. Ach ja. Ich bin auch mal ganz ehrlich gespannt, wohin sich Atlas entwickelt. Also bis jetzt sieht es ja sehr gut aus und so, ich habe aber nicht so viel gesehen, muss ich auch zugeben. Wo fährst du hin? Fährst du links rum oder? Ja, ich muss so rumfahren. Dann fahr links rum, genau, dann komme ich da nämlich hin. Zwischen diesen zwei Felsen durch, ne? Da haben wir es wieder mit der Melodie, was ich eben meinte. Ja. Würde ich aber auch mal gern so einfach in echt auch mal machen, auf so einem alten Schiff mitfahren. Habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Achtung, weiter links. Ah, wobei, dann fahr außen rum. Ich habe aber so ein paar Grafikprobleme heute. Warum auch immer. Ich mache mir zwischenzeitlich nochmal kurz einen kleinen Neustart. Hast du schon mal gemacht auf so einem alten? Ich habe schon mal tatsächlich mit einem Schiff gegen ein anderes gekämpft. Wie? Ja, also zwei Schiffe. Gott, und krass. Da war jeweils ein anderes Team. Und da haben wir gegeneinander gekämpft. Okay. Richtig geil, mit Wasserbomben, also von dem her. Irgendwas stimmt an der Schiffkraft. Ich bin neben dir, Achtung.
Ich komme da nicht dran. Halt an. Schnell zieh den Anker. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe voll, wie du da drauf fährst. Ah, ich schaff's aber noch. Ja, ich musste voll viel beachten, ey. Ja, das ist. Alleine ist das ein bisschen schwierig. So, ich bin der Captain hier. Bitte fütter mich. Nicht was. Ich guck mal gerade auf der. Oh Gott, was habe ich hier für einen Grafik? Ich glaube, das ist irgendein Ladefehler. Ist gar kein direkter Grafikfehler. Wir haben einen Außenposten. Und zwar. Ja. Außenposten Dagger Thews. Wir müssen 90 Grad links. Soll ich Steuer übernehmen? Kannst du gerne übernehmen, ja. 90 Grad links. Oh Gott. Ach so, warte mal. Okay, kannst du den Anker vielleicht gerade reinmachen? Ich versuche mal gerade hier. Ich glaube, daran lag das irgendwie mit dem Grafikfehler. Nee, noch nicht ganz. Was hatten wir nochmal zuerst für einen Ohrwurm? Tequila. Ich weiß die Melodie jetzt gerade nicht mehr. Tequila. Schön, schön. Ah, komm, link, 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 link. Also, das funktioniert. Okay. Ich nicht gedacht. Okay. Oh Gott, ey, diese. Hast du das nicht auch? Nö. Ich glaube, das hängt mit dem Update zusammen oder so. Oh Gott. Schwierig. Egal, fahren wir erstmal zum Außenposten. Nach der Folge mache ich einfach mal einen Neustart. Oh, da ist ein Schiff. Wo? 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 Rechts, rechts, rechts. Sollen wir das mitnehmen? Nehmen wir das mit. Wir riskieren. Das ist doch ein Piratenschiff, ja, oder? Unser Schiff, ne? Ist das ein Piratenschiff? Das ist ein Piratenschiff. Dann holen wir das mit. Ich schieß drauf und versuche das Schiff zu übernehmen und du fährst weiter, okay? Okay. Bin mal gespannt, ob das diesmal funktioniert. Ja. Kannst du das Steuer übernehmen? Mhm. Okay, Blackbeard ist auf dem Weg. Kanonenkugel entladen. Ich springe in die Kanone rein. Ich bin in der vorderen Kanone, ja? Gleich. Kannst du ja selber steuern, von dem her. Was? Die Kanone. Die ich nee, die selber, oder? Die Kanone kannst du nicht mehr steuern. Nee, die ist fest installiert dann. Also am besten fährst du mich bei, dass ich drauf schießen kann. Ach so, ja klar. Du kannst natürlich nicht mehr die Richtung ändern, aber ja. Du kannst dich ja selber rausschießen, so meine ich. Ach so, ja, das ist klar. Ich guck mal gerade währenddessen, dass ich die hier so ein bisschen Luft mache. Falsch. Ich glaube, das geht nach rechts, ne, der Wind. Ja. Flop. Und los geht's. Full speed ahead. Wie lange hatten wir eigentlich die Folgen nochmal? Oh je, 30 glaube ich, ne? Ich glaube auch, ne? Ich glaube auch. Ist auch, eignet sich hier besser einfach. Sonst wären wir gleich schon wieder am Ende. Fährst du rechts auf die Seite oder links? Ich fahr links. Okay, dann muss ich hier die Kanone wieder laden. Und eine andere entladen. Oh Gott, bleib dran. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir können es ja zweimal probieren. Okay, das ist zu früh. Wenn ich das jetzt probiere, schaffe ich das nicht. Das ist zu früh. Kannst du direkt daneben fahren irgendwie? Schwimmen? Fahren? Man fährt ja ein Schiff. Oh, wir haben viel zu viel Speed drauf. Viel zu viel Speed. Ich seh's. Oh Gott, wo ist denn hier? Oh Gott. Okay, ich gehe schon mal runter. Scheiße. Okay. Bleib dran, ja? Ich kümmere mich um den Rest. Wir sind ja fast darüber geschanzt. Das ist doch geil. Grand Theft Thieves. Genau. DTT.
Statt TTT GTT. Okay, das ist gut. Bleib so. Schön dran. Du brauchst aber mehr Wind, ne? Nach wo geht er? Nach vorne. Nach vorne. Aber macht die Segellänge nicht ganz Vollgas, sondern so 90%. Ach so. Ja. Okay, bleib dran, ja? Ja. Ich weiß nicht, wenn die jetzt wieder ablenken, ist das schwierig. Ich würde da jetzt vorbei hetzen und mich bei der Sache dann abschießen. Oder kommt direkt eine Insel vorne. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Warte mal. Ich dräng die mal nach rechts ab. Nee, warte mal. Oh Gott, die haben mich runtergeschossen. Gott, ja, nein. Kannst du dranbleiben, bis ich gleich wieder ja. da bin? Ja. Aber nicht das Schiff abschießen. Das Schiff ist unser Transport der Kisten zur Insel. Komm, wo bleibst du? Hol mich ab, wir sind hier im Kampf. Wo bist du? Alter, diese Wellen, wie hoch die sind, ey. Krass. Da ist er. Ah, komm. Schön dranbleiben. Okay, ich bin auf dem Weg. Und ich bin jetzt wieder drauf. Ich gehe mich schnell heilen. Ah, der Schuss ist voll daneben. Okay. Kein Arsenal. Wo sind die Bananen? Scheiße, ich brauche Bananen, Mann. Bananen. Hast du Bananen gesehen? Oder hast du irgendwas gerammt? Ja. Wo gab's die Bananen? Da vorne in so einer... Relativ weit vorne in so einem... Oh Gott! Oh Scheiße, die haben uns getroffen. Oh Scheiße, die haben uns nochmal getroffen. Scheiße, dann drehen wir ab. Drehen wir ab. Oh Scheiße, die haben uns nochmal getroffen. Und noch mal Alter! Getroffen. Nein! Ich bin drauf. Bist du drauf? Ja, ich weiß aber nicht. Oh Gott. Ich wurde abgeschossen. Scheiße. Der guckt da runter und schießt mich ab. Boah, ist das ein Fiesling. Gut, dann hauen wir ab. Hauen wir ab. Ja. Versuchen wir das Zeugs in Sicherheit zu bringen. Konzentrier du dich darauf, das Ding mal daraus zu fichten, das ganze Wasser. Ich komme dann reparieren und dann gucke ich, wo wir hinfahren. Ich muss ja gerade noch warten. Hier in diesem Ding. Ach, ist das geil. Das ist richtig krass, aber mit dem Kapern, das wird schwierig. Krass, aber Marcoxy, ich glaube, der hat seine Kabelsachen verkauft und will sich's doch jetzt auch holen, oder nicht? Was denn? Sea of Thieves. Achso, keine Ahnung. Ich habe den nur nochmal drauf angesprochen gehabt. Warte mal, ich räche mich jetzt. Schön dranbleiben. Achtung, die kommen angreifen. Die haben keine so krasse Reichweite. Ja, die schießen nicht so gut, glaube ich. Oh. Ich hab sie getroffen. Nach vorne können die nicht schießen. Warte, wir bremsen sie komplett aus. Ja, ich habe die dreimal getroffen und jetzt konzentriere ich mich auf unser Schiff, um das zu reparieren, was wir haben. Ja. Alter, das sieht übelst geil aus, ey. So ein Schiff will ich auch haben. Wie sieht's aus? Sinken die schon? Nee, die brauchen glaube ich noch einen Schuss oder so. Ja, das ist ja eine Zeitfrage eigentlich, wenn ich die einmal treffe und die nichts reparieren. Scheiße, der ging daneben. Boah, die haben es echt drauf abgesehen, ne? Okay, dran. Wir lenken die ganze Zeit bei. Ich lenke auch voll bei. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf Speed und hauen ab. Da vorne kommt das zweite. Wir müssen abhauen. Also kommt noch mal eins, oder wie? Ja, frontal auf uns zu. Ich lade die Kanonen
Und du ziehst ab, ja? Du siehst, wie der Wind kommt, ne? Ja. Ne, warte, das ist ein Vor. Scheiße, da wären wir voll in den Vor rein. Da werden wir jetzt auch abgeschossen, ne? Ja. Oh, fuck. Vom Vor. Du bist voll ab. Ich glaub, das ist sogar irgendwie so eine Insel. Nein, so eine die nehmen wir uns wieder. Oh, scheiße. Ich dachte, die wären das vom Vor. Scheiße, okay. Ich hab entladen. Fuck. Und Feuer. Treffer. Und Feuer. Geil. Das ist richtig geil, ey. Ich hab die auch nochmal getroffen. Nice. Und die halten an. Die sind am Arsch. Oh Gott. Soll ich zurückfahren? Nein, hau ab. Schön mit dem Wind mitfahren. Was ist denn hier passiert? Oh Gott, ich wurde verzaubert, ich tanze hier rum. Ich auch? Scheiße, fahr, da steht. Nein! Ich bin komplett verzaubert. Oh Gott. Bleiben wir dabei, fahren wir weiter. Ich kann nichts machen. Ja, ich kann wieder. Doch, ich kann es auch wieder. Alter, ist das geil und die Musik dabei. Wie geil. Ich feiere dieses Update, ne? Ich hab's schon beim Trailer gefeiert, aber dass es so geil wird, hätte ich nicht gedacht, dass sie so schlau sind, die NPCs. Die machen ja wirklich richtig Druck. Ja, die sind richtig schlau. Vor allem das Geile war, ich hab da einer, der war ganz vorne und der hat gesehen, dass ich auf ihn zufahr und ist dann nach ganz hinten gelaufen und hat direkt auf mich abgeschossen. Richtig geil. Da, die sind in der Bucht. Okay, die kommen da nicht weiter, glaube ich. Ich guck, wo wir abhauen. Fahr schön geradeaus weiter. Ja, die fahren da nicht weiter, ne. Ich bin geradeaus weiter, die Karte war vorne. Wenn du jetzt geradeaus weiterfährst, kommt da gleich ein Außenposten. Richtig geil. Sind wir direkt auf dem Weg, oder? Ja. Alter, wie geil. Ich fahr direkt geradeaus. Ja, ich mach mal das voll. Ah, ist das schön, ey. Hab's vermisst. Ja, da vorne, das was leuchtet. Aber die haben auch die Leuchteffekte verbessert, ne? Habe ich das Gefühl. Weiß also, nicht, ich fand die schon immer gut. Ja, aber du siehst jetzt schon voll weit weg, das ganze Leuchten und sowas. Ich glaube nicht, dass das so geil war, dass das so diesen Schein noch hatte. Ich weiß nicht, also das sieht schon echt gut aus. Mit dem Leuchten so von Weitem, ja, das atmosphärisch einfach. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir aber langsam, ne? Langsam. Ja, weil der Wind halt direkt frontal auf uns zukommt. Weißt du, was auch geil wäre? Ich habe mir ja vorgenommen, in näherer Zukunft oder ja, in halb näherer Zukunft mir eine VR-Brille zu gönnen. Und, oh, schön mit den Lichtern hier. Und stell mal vor, das hier in VR zu zocken. Puh. Das wäre absolut geil. Hast du schon mal eine VR-Brille ausprobiert gehabt? Jo. Ich bin da echt die von gehypt. Ja, die geilste finde ich. Wäre schon echt wahnsinnig. Zweite Generation. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, ausprobiert. Dann war es wahrscheinlich eher die erste. Glaube ich. Oder vielleicht sogar. Nee, es kann schon sein. Dass was macht denn die zweite aus? Ich wusste gar nicht, dass zwei Generationen. Bessere Auflösung, glaube ich. Ach so. Oh, geil, der Mund sieht gut aus. Aber sonst nicht irgendwie, dass man da direkt weiß, man hat die ausprobiert, ne? Feindliches Schiff voraus. Feindliches. Dreh ab. Von links oder rechts? Direkt am Außenposten ist das. Wir fahren zum nächsten runter. Warte, wenn wir jetzt zurückfahren, haben wir da oben noch einen Außenposten. Also direkt hinter uns gleich. Also ungefähr Richtung Norden. Wir kommen da ran. Sicher? Das ist ein Einmaster.
Ja, aber ich weiß nicht. Nimm mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Ach Mann, ey, ich bin froh, gleich nach der Folge hier, wir sind ja auch schon so weit, aber wir machen das hier gerade noch, gleich nach der Folge nochmal gerade neu zu starten. Wegen diesen Grafikfehlern, die stören mich doch schon massiv gerade. Darfst du es dabei zu fahren? Jo, du musst aber dann rechtzeitig den Anker werfen, ne? Ach so, ja, ich muss den Anker, ich wollte schon die Truhe holen und runterspringen. Okay, weiter rechts, weiter rechts. Oh Gott, ich glaube, da haben wir echt... Okay, 3, 2, 1, go. Passt. Jetzt voll rum. Komm in die Kiste hier. Begleitest du mich? Jo. Machst du... Oh Gott. Machst du Personenschutz? Oder holst du auch was? Ich hol auch eine Kiste. Jetzt nur nicht abgeschossen werden. Dem, 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 dem. Nee, falsches Spiel. Alter, ich hab diese Grafikfehler irgendwie nur bei unserem Schiff und dann geht das aber über die gesamte Karte. Oh Gott. Wir müssen das jetzt abheben. Ich hab keine Ahnung, ich würde das einfach ausprobieren. Ey, willst du eine Truhe kaufen, Mann? Ich nur das Beste für dich. Okay, du willst nicht, okay. Wer will denn hier eine Truhe kaufen? Der Junge, willst du eine Truhe kaufen oder was? Oh Gott, da ist einer auf dem Schiff. Einer auf dem Schiff. Ich hab Angst. Ich glaube, bei der Hexe kann ich die loswerden. Nein, kann die. Oh Gott. Wo bist du? Wo dann, wo dann, wo dann? In dem Zelt? Ja, geh mal ins Zelt. Ja. Oh, Heilige, ey. Hast du auch so viel Geld bekommen? Ja, wo mach ich das? Wo gebe ich das ab? Hast du hier, kannst du nicht bei dem? Wie gebe ich das ab? Oh Gott, das sind zwei. Die haben eine Truhe. Die haben eine Truhe. Sollen wir die angreifen? Nein, wie gebe ich das ab? Mit X, aber du kannst bei dem, nur wenn du nur sprechen kannst, kannst du nicht abgeben, komm zur Hexe. Geht das da? Nee. Die hauen ab. Guck mal hier vorne auf dem Ding. Ja gut, die haben selber Angst, von dem her passt. Hallo. Ich weiß nicht, ob man mich ingame hört. Kannst du hier? Nee. Stell mal gerade hin, dann guck ich auch mal. Ich hab, ach so, das Ding ist, das ist gar nicht die richtige. Das ist gar nicht Siegel. Die richtige. 312 habe ich bekommen. 311? Aber hast du auch so viel von dieser einen komischen Kiste bekommen, die ich abgegeben habe? Ja. Alter, das ist schon krank, ne? Ich habe damit jetzt doppeltes Geld. Also ein bisschen mehr. Oh Gott. Ich gucke auf den Boden. Der Boden sieht schön aus, aber nicht dieser Fehler. Machen wir ein klein bisschen Überlänge. Werden die Kisten hier noch los? Oh Gott, ey, sorry, dass ihr das jetzt sehen müsst, aber schwierig. Hä, unter Wasser habe ich das gar nicht. Oh Gott. Ich bleib unter Wasser. Wir spielen halt doch wieder Subnautica. Ja, ne? In Sea of Thieves. Ja. Wo ist denn hier Truhe des Seefahrers? Okay, wunderbar. Wunderbar. Eigentlich hätte ich direkt Bock, noch so ein Schiff zu suchen, ne? Noch so ein Schiff. Was du sagen? Ich glaube, die versuchen unser Schiff anzugreifen, oder? Oder sind die einfach selber abgehauen? Weil die fahren hier irgendwie so komisch rum. Was sagst du dazu? Wollen wir noch so ein Schiff suchen? Ja, können wir machen. Jetzt haben wir ja unsere Beute abgegeben. Ja, richtig.
richtig, richtig popichtig. Wenn die auf uns zufahren sollten, dann schieße ich. Auf jeden Fall. Ja, moi. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge. Ein bisschen länger, aber wir haben erfolgreich hier Truhen abgegeben. Und ja, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und beim nächsten Mal werden wir dann wieder so ein Schiff suchen. Und dann gibt es wieder richtig Action. Es wäre gut, wenn wir noch einen dritten hätten. Da könnte man das auf jeden Fall kapern. Wieso? Kann man ja eigentlich so eigentlich, ne? Ja, aber es ist schon schwierig. Ja, das auf jeden Fall. Das ist herausfordernd. Dritt wäre es besser, weil dann könnte man wirklich, dann könnten zwei rüber, einer kümmert sich ums eigene Schiff. Und zwei, ja, ich weiß schon. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.